Hallo zur zweiten Folge eures Sommer Dance mit Machkurses. Wir lernen heute die Bridge. Und was ist eigentlich eine Bridge? Eine Bridge ist quasi ein Teil in einem Song. Ihr habt bei der ersten Folge die Strophe gelernt und dann kommt heute die Bridge. Die Bridge ist meistens vor dem Refrain, obwohl das bei dem Song ein bisschen anders ist, aber das erkläre ich euch später. Ihr erinnert euch schon in der ersten Folge, ich war euer Spiegelbild und genauso ist es jetzt auch. Das heißt, wenn ich nach da laufe, so ein bisschen, kommt ihr einfach mit. Und wenn ich nach da gehe, kommt ihr auch einfach mit. Und dann klappt das schon wunderbar. So, und ganz wichtig, nicht vergessen, wir haben immer Sportsachen an. Wer das jetzt noch nicht anhat, drückt mal ganz kurz auf Pause, zieht sich schnell um und dann geht's los. Dann kommen wir jetzt zur Bridge. Ihr geht zwei Schritte zur Seite. Einfach laufen, laufen. Und jetzt geht ihr einfach wieder zwei Schritte zurück. Zurück, zurück. Die Arme gehen nach vorne zum Körper hin. Stellt euch vor, da vorne ist ganz viel Eiscreme. Ihr geht einmal in die Eiscreme rein, das ist alles zu euch. Okay, und dabei lauft ihr. Laufen, laufen. Und jetzt schieben wir uns nach hinten. Wegschieben. Wegschieben. Nochmal. Achtung. Laufen. Laufen. Wegschieben. Wegschieben. Das kommt genau zweimal. Das machen wir jetzt einmal zusammen. Achtung. 5, 6, 7, 8. Atmen. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehr schön. Danach macht ihr einen ganz großen Armkreis. Lang, 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 lang. Und dann mit dem anderen Arm auch einen ganz großen Armkreis. Und weil es so schön war, malen wir am Ende eine große Sonne. Yes. Bisschen in den Mund. Stopp. Okay, Achtung nochmal. Dabei geht nämlich der Fuß wieder raus. Wir gehen hier raus. Ziehen, 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 ziehen. Und lang. Und noch ein bisschen raus. Ziehen, 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 ziehen. Ja, und jetzt eine große Sonne malen. Hey. Yes. Sehr, sehr schön. Zu den Zählzeiten. Musik zählt man ja mal ein bisschen. Habt ihr hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt, wenn ihr hier einfach so schön steht, könnt ihr euch mal schön im Kreis drehen, ein bisschen wie fliegen und das Ganze zweimal. Achtung! Runde 1 und noch eine Runde. Und dann gehen die Arme nach unten. Jetzt einmal alles zusammen. Wir gehen zur Seite. Achtung! Und lauf, lauf, schieben, schieben, lauf, lauf, schieben. Der große Armkreis. Und groß, 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 groß. Groß, 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 groß. Die Sonne bis zur Hälfte bis hier und wir drehen uns im Kreis. Drehen, drehen, noch einmal. Drehen, drehen, sieben. Oh wow, super! Ihr habt jetzt die Bridge gelernt und in der ersten Folge habt ihr die Strophe 1 gelernt. Damit wir das jetzt nicht vergessen, werden wir das einmal trocken komplett durchgehen. Also Strophe 1 und Bridge. Achtung, ihr erinnert euch, es ging los mit 4 Schritten nach vorn. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toll, wie ihr das alles so schön wiederholen könnt. Und jetzt das Ganze mit Musik. Baby,
Das war wieder ein richtig, richtig toller Kurs. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Und jetzt heißt es wieder üben, üben, üben. Ihr wisst, ihr könnt jetzt schon Strophe 1 und die Bridge. Und beim nächsten Mal zeige ich euch Strophe 2. Viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Mal. Bye.